ein bisschen was zum Thema Arbeiten. Warum arbeiten wir eigentlich? Die Frage muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und eigentlich arbeiten wir nur wegen zwei Dingen. Erstens, um zu überleben, um Essen zu haben und um ein Dach über dem Kopf zu haben. Und zweitens, um anerkannt zu werden. Arbeiten ist ein essentieller Bestandteil der Gesellschaft, um anerkannt, um dazu zu werden und dazu zu gehören. Aber warum wir meistens nicht arbeiten, ist aus Leidenschaft, aus dem Drang, etwas zu kreieren, etwas zu erschaffen, einer Leidenschaft, einem Ziel, einer Vision nachzugehen. Und das ist eigentlich das Essentielle, was das Arbeiten an sich ausmachen sollte. Und bei den meisten Menschen ist Arbeit nichts mehr von diesem essentiellen Teil, sondern ist komplett nur noch dafür da, um zu überleben, um Geld zu bekommen und um anerkannt zu sein, um nicht als Arbeitsloser abgestempelt zu werden sozusagen. Und die meisten Menschen machen sich's bequem in einem Job jahrelang, obwohl sie irgendwann merken, dass es nicht das ist, was sie erfüllt, dass es nicht das ist, wo sie sagen, wenn sie auf dem Sterbebett liegen, oh mein Gott, ja, ich habe das getan, was in mir die Leidenschaft entfacht hat, wo ich eine Vision hatte, wo ich was kreieren wollte, wo ich was schaffen wollte und so weiter. Und das ist schade, denn die meisten geben sich dann mit so einer Mittelmäßigkeit zufrieden, vegetieren in ihrem Job vor sich hin, der relativ sicher ist. Hauptsache, sie haben einen Job und können dann irgendwo beim Fragebogen beim Arzt schreiben, ja, ich bin das und das sozusagen. Aber was wirklich hinter der Arbeit steckt, warum man arbeitet, warum man etwas tut, warum man rausgeht, warum man kreiert, erschafft und so weiter, das ist etwas ganz anderes. Und wir sollten uns wieder ein bisschen mehr zurückbesinnen auf dieses Essentielle, auf diesen essentiellen Teil des Arbeitens, des Etwas-Tuns. Und auch etwas riskieren, auch wenn die Gesellschaft sagt, das bringt nichts, das wird nichts, damit kannst du deinen Lebensunterhalt nicht bestreiten und so weiter. Es trotzdem zu tun und auf das Herz zu hören und das zu tun, was das Herz sagt, was die Leidenschaft von einem verlangt, was einen erfüllt, was einem einen Drive, einen Spirit gibt und so weiter. Und nicht einfach irgendeinen Job annehmen, weil man nichts Besseres gefunden hat und weil man da gerade so genug verdient, um sich sein Häuschen leisten zu können und die Miete zahlen zu können und ein bisschen essen zu können und noch ein bisschen mal einmal im Jahr in den Urlaub zu fahren und so weiter. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, wie ich finde, der zum Nachdenken anregen sollte und vielleicht der Startschuss für Veränderung sein kann. Bis zum nächsten Video. Ciao.